Unser Aktmodell hat etwas Lampenfieber. Seien Sie bitte nett zu ihm. Lass uns wenigstens Frieden schließen. Nein! Warum nicht? Weil das nicht geht! Ich verstehe. Verstehst du überhaupt nichts? Denken Sie immer daran. Paris hat den Apfel Aphrodite gegeben. Er hat sich für die Liebe entschieden. Stimmen Sie sich ein auf die Liebe. Das würde ich gerne tun, nur ohne Modell ist es etwas schwierig. Die Dame hat recht. Wo bleibt unser Modell? Darf ich vorstellen? Paris, ein unschuldiger Jüngling. Aber nicht aufessen. Keine Angst, Sie machen das schon. So? Nicht schlecht, aber meine Schüler sollen das Handtuch nicht mitzeichnen. Klar. Ja, natürlich, Nathalie. Ich freue mich. Bis später. Vater. Herr Buch trifft gerade ein. Buch? Du wirst mit ihm verhandeln. Er ist am Kauf der Holding interessiert. Und da ich deine Meinung dazu kenne, halte dich bitte mit jeglichem Kommentar zurück. Ja, ja, natürlich. Herr Buch. Graf Lahnstein. Schön, Sie zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Mein Sohn. Ansgar von Lahnstein. Sehr erfreut. Ihr Verkaufsangebot kam für mich sehr überraschend. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Ich hoffe, Sie wollen nicht zulassen, dass Ihr Vater meinen zukünftigen Arbeitsplatz verkauft. Hey, keine Sorge, Sie kriegen schon Ihren Job. Es sei denn, die Herren machen gleich Nägel mit Köpfen. Vielleicht sollte man Ihrem Vater seinen Gehirntumor in Erinnerung rufen? Mit einer Sonderration Atropin? Sind Sie des Wahnsinns? Dann landet er doch nur wieder im Krankenhaus bei meinem überbesorgten Bruder. Aber er könnte keine Geschäfte mehr machen. Jetzt lassen Sie mal gut sein. Vor morgen kommt die Herrschaft nicht zum Abschluss. Und bis dahin fällt mir schon was ein, wie ich meinem Vater diesen Verkauf ausrede. Diese Stelle kann etwas mehr Kontur vertragen. Ja? Okay, gut. Schön. Sehr schön. Achten Sie mal auf diesen Muskel da. Das ist der Musculus pectoris major. Und wenn der so deutlich ausgeprägt ist wie hier, dann müssen Sie den Ansatz auch so deutlich zeigen. Mhm. Sehen Sie, wie die Sehnen sich deutlich abzeichnen? Wo haben Sie nur dieses fantastische Modell her? Ich fand's gut, dass du uns alle zusammengetrommelt hast, um Yoling zu retten. Aber ich finde, wir sollten Vaters Wünsche respektieren. Ja. Auch ein Stramm, Max? Hört sich gut an. Ja. Dann mach doch mal richtig schön viel Öl in die Pfanne, ja? Weißt du, Konstantin, ich glaube, dass du die Bedeutung der Holding für die Familie unterschätzt. Nein, mir ist klar, dass sie sowas wie Johannes Lebenswerk ist, aber... Von außen betrachtet könnte man leicht denken, die Holding ist nur der Überbau für verschiedene Firmen der Familie. Aber das ist nicht so.
Die Holding ist das Herz der Familie. Wenn Vater die verkauft, dann fällt die Familie auseinander. Die Landscheins werden sich in alle Winde verstreuen. Das glaubst du nicht wirklich. Ich will den Teufel jetzt auch nicht an die Wand malen. Vielleicht bin ich einfach nur etwas melancholisch. Ich hab dich überall gesucht. Was machst du hier in der Kälte? Du hättest nicht wegrennen müssen. Wie hast du mich gefunden? Zufall. Schmeckt der nicht? Ja, das ist der Platz, an dem ich mit Andi mal Döner gegessen habe. Ach, Nico. Sag mal, kann es sein, dass... Sag mir bitte, wenn ich mich irre, aber... Ich habe das Gefühl, dass du immer noch nicht über Andi hinweg bist. Ich will ja aufhören, ihn zu lieben, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich hab das auch geschafft. Der ist es nicht wert, dieser eingebildete Macho. Besonders einfallsreich ist er auch nicht. Wieso? Als wir zusammen waren, da sind wir auch immer hierher gegangen zum Döneressen. Genau auf diese Bank. Bescheuert, oder? Sorry. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh Mann, ich bin aber auch bescheuert. Ist schon gut. Ich weiß ja, dass du mir nicht wehtun willst. Ich will vor allem nicht, dass dir Andi noch mal wehtut. Wenn ihr beide wieder zusammenkommt, dann geht das Ganze von vorne los. Und Andi wird sich nicht ändern, das wissen wir beide. Ja, du hast recht. Klar habe ich recht. So. Und wir beide, wir gehen jetzt auf diese Party zurück. Nein, ich will Andi einfach nicht mehr begegnen. Am liebsten nie mehr. Also es tut mir leid. Ein Bocuse werde ich in diesem Leben wohl nicht mehr. Vielleicht kann dir in der Küche noch jemand was beibringen. Um Gottes Willen, das mute ich mir nicht zu. Kepler wartet doch nur darauf, mich zum Kartoffelschälen zu verdonnern. So schlimm ist es auch nicht. Hättet ihr denn noch was für mich übrig? Klar, ist noch jede Menge da. Aber es ist ein bisschen angebrannt. Nachdem ich das Abendessen verpasst habe, nehme ich alles, was auf den Teller kommt. Deiner Laune entnehme ich, dass das Treffen mit Buch gut gelaufen ist? Nun, sagen wir so. Danke, Konstantin. Die Verhandlungen nehmen allmählich Form an, oder? Danke. Tja. Ja, es tut mir leid. Ich kann nicht mit euch essen. Natalie muss gleich ankommen. Ja, dann, guten Appetit. Danke. Danke. Du willst die Holding also wirklich verkaufen, ja? Interessant. So was gab's hier noch nie. Hast du denn überhaupt kein Problem damit, dass dein Lebenswerk an einen Fremden geht? Konstantin, es ist mir nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich habe sie getroffen. Die Holding hat in der Familie schon genug Unheil angerichtet. Und ich bin überzeugt, es ist das Beste für alle. Glaub mir. Hey. Hey, na? Wie geht's ihm? Ja, kennst ja Gregor, ist ziemlich zäh. Aber seit er weiß, dass er wegen seinem Auge nicht mehr fliegen kann, geht's ihm richtig schlecht. Mist. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für ihn. Naja. Sobald ich kann, werde ich mal bei ihm vorbeischauen. Was ist los? Immer noch der Verkauf der Holding? Unser alter Herr verscherbelt unsere Zukunft an irgendeinen dahergelaufenen Geschäftsmann. Und außer mir scheint es niemanden auch nur zu interessieren. Meinst du, er zieht das wirklich durch? Ich weiß es nicht. Aber wenn, dann wäre es unerträglich. Vor allem, wenn Johannes mit ansehen müsste, dass die Holding in Einzelteile zerschlagen wird. Ja, natürlich. Im Grunde besiegelt er damit den Untergang seines Lebenswerkes. Hör zu, ich hab noch was zu tun. Warum besuchst du nicht deine Tante? Die könnte ein bisschen Abwechslung gut gebrauchen. Nicht nur meine Tante.
Wenn Sie jetzt bitte alle zum Ende kommen, unsere Zeit ist um für heute. Das war's. Danke. Super. Paul! Carla, ich kann dir das alles erklären. Ja, erklär mir das. Wie hast du das gemacht? Das war doch ziemlich anstrengend, die ganze Zeit stillzustehen. Du, das Stillstehen ist nicht das Schlimmste. Das muss dir nicht peinlich sein. Ich zeichne schon mein halbes Leben. Glaub mir, du machst deine Sache als griechischer Held wirklich gut. Echt, ja? Ja, echt. Wenn du willst, ich zeig dir meine Zeichnung. Hey. An deiner Stelle würde ich mich hier nicht volllaufen lassen, sondern Nico suchen. Also wenn Nico denkt, ich renne ihr hinterher. Willst du morgen wirklich nach Montage fahren, ohne Abschied? Wie kommst du dazu, Nico zu küssen? Ich habe sie nicht geküsst. Sie hat mich geküsst. Ach so, das fandest du natürlich toll. Möchtest du jetzt, dass ich dich auch küsse? Vielleicht ja. Wenn du auch Lust dazu hast, mit mir rumzuknutschen. Mal bist du so schwer vom Begriff. Nico will nichts von dir, also lass die Finger von dir. Aye, Sir. Ich fand's übrigens richtig schön, Nico zu küssen. Also warum soll ich die wegstoßen? Weil du sie sowieso wieder wegstößt. Also warum nicht gleich? Ich glaube einfach nicht, dass du Nico glücklich machen kannst. Bitte, ich bin die Letzte, die euch im Wege steht. Nico! Ich weiß, es ist spät, aber ich muss mit jemandem reden. Was ist denn los, Kind? Ich habe Andi geküsst. Na komm erst mal rein. Dabei hatte ich ihn schon fast wieder vergessen. Das ist der totale Rückfall. Mann, ich hasse mich dafür. Solange du ihn noch liebst, kannst du dir viel einreden. Nützen wird es nichts. Er behauptet, dass er Jana genauso liebt wie mich. Und wenn man jemanden so liebt, dann tut man einem doch nicht so weh. Hast du noch niemanden verletzt, den du liebst? Denk an deine Schwester. Ja, doch. Sehr sogar. Ich liebe deinen Vater und habe ihn doch verlassen, als er ein Kind war. Menschen tun einander weh, auch wenn sie sich lieben. Und was mache ich jetzt? Ich glaube, du musst auf dein Herz hören. Diese Uhrzeit solltest du am Kamin sitzen. Die Beine hochlegen. Herr Bruch erwartet morgen früh konkrete Zahlen. Ich dachte, du bist gegen den Verkauf der Holding. Du siehst, habe ich mal anhand der letzten Jahresumsätze für jede unserer Firmen einen konkreten Kapitalwert berechnet. Danke. Du hast mir einiges an Arbeit abgenommen. Darf ich fragen, was dich zu diesem Stimmungsumschwung bewogen hat? Ach, weißt du, Konstantin hat mir die Augen geöffnet. Ich würde dir einfach gern deinen letzten Wunsch erfüllen. Naja, und natürlich wünsche ich mir, dass die Holding in gute Hände kommt. Wenn ich dazu etwas beitragen kann, tue ich das gern. Danke. Warum machst du jetzt einen Kurs, wenn du schon so gut zeichnen kannst? Ganz einfach, weil in meiner Wohnung keiner für mich Modell steht. Schon gar kein griechischer Jüngling. Das haben Sie sehr schön gemacht. Danke. Ja, für sein Alter ganz schön professionell. Sie glauben gar nicht, wie schüchtern manch andere heutzutage mit 18 sind. Ach, weiß Susanne von deiner plötzlichen Volljährigkeit? Sie weiß noch niemals, dass ich hier bin. Aber ich brauche das Geld, sonst kann ich das mit dem Snowboardcamp vergessen. Ach ja, stimmt. Konstantin hat mir davon erzählt. Bitte sag Susanne nichts. Wenn sie erfährt, dass ich sie wegen dem Job hier versetzt habe, dann... Paul, sie kommt mich sowieso gleich hier abholen. Wie? Sie kommt hierher? Hm. Oh nein. Na, wie war's? Ja, es war eine super Idee von dir, mich zu diesem Aktzeichenkurs zu schicken. Und? Hattet ihr ein hübsches Modell? Ja. War's ein Mann oder eine Frau? Eine Frau. Aber nicht mein Typ. Hm. Komm.
Die Werte für den Weinhandel, das Auktionshaus, die Bank. Gibt es denn keine Gesamtsumme? Es gibt keine Gesamtsumme in meiner Kalkulation. Du erzielst ja auch einen wesentlich besseren Preis, wenn du die Einzelfirmen getrennt veräußerst. Ich möchte deine Kompetenz nicht in Frage stellen, Ansgar, aber ich... Ich möchte die Holding nur als Ganzes verkaufen. Vater, wie schätzt du eigentlich Buch ein? Ich kenne ihn seit Jahren als einen überaus kompetenten Geschäftsmann. Wenn er ein so kompetenter Geschäftsmann ist, wird er natürlich versuchen, die Holding zu zerschlagen und daraus Profit zu ziehen. Es gäbe keinen Grund für ihn, das nicht zu tun. Wir wissen ja beide, dass die Holding seit Jahren nur noch aus einem einzigen Grund als Ganzes besteht. Der Familientradition wegen. Ja, sicher. Und? Was willst du damit sagen? Nun, niemand von außerhalb wird ein Interesse daran haben, die Holding als das zu bewahren, was du aus ihr gemacht hast. Buch hat mir versprochen, alles zu belassen, wie es ist. Sein Versprechen genügt mir. Nico, könnte ich mal bitte den Zucker haben? Wie schön, dass wir mal alle wieder zusammen frühstücken. Carla fehlt. Oh ja, tatsächlich. Na, sie kann ja jetzt ausschlafen. Ist doch schön, wenn man mal keine Termine hat. Weiß einer von euch, wie spät es ist? Ich muss noch zum Zahnarzt. Was hat er denn? Entweder Zahnschmerzen oder eine Freundin, die er nicht warten lassen will. Und was ist der Grund für deine hervorragende Laune, Schwesterherz? Interessiert dich das wirklich? Nun, eigentlich kann es ja nur deine neue Liebe... Susanne? Susanne sein. Für die hast du doch jetzt so viel Zeit. Ja, vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich deine Intrigen nicht mehr ertragen muss. Könntest du uns bitte und vor allem Ansgar mit deinen Unterstellungen verschonen, Carla? Er ist einer der wenigen, denen überhaupt etwas an der Holding liegt. Na, wenn das so ist. Ich frühstücke bei Susanne. Könntest du mich vielleicht mitnehmen? Ich habe noch was Wichtiges zu erledigen. Ja. Es ist wirklich tragisch, Vater, wie recht du doch hattest. Unsere Familie existiert ja bereits jetzt nicht mehr. Ich finde, du solltest dir das nicht länger antun. Verkauf die Holding so schnell es geht. Und? Nichts vergessen, bevor du auf Montage fährst. Ich hab alles dabei. Übrigens, danke, dass du mich mit auf dein Motorrad nimmst. Da spare ich mir das teure Zugticket. Ich meine natürlich, hast du noch mal mit Nico gesprochen? Das hat keinen Sinn. Alter, ich verstehe dich nicht. Du liebst diese Frau und gibst sie trotzdem auf. Ich kann dir das nicht antun. Du weißt doch, was für eine tolle Frau das ist. Und deshalb kann ich ihr nichts vormachen. Ich könnte Nico nie so absolut lieben, wie sie sich das wünscht. Weil da immer noch ihre Schwester wäre. Okay. Ich hol kurz meine Sachen. Hi. Hi, ist Andi da? Der ist schon weg. Na, Paris? Verteilst du schon wieder Äpfel an Göttinnen? Ich komme gleich. Danke, dass du Susanne nichts gesagt hast. Ja, dann habe ich wohl jetzt was gut bei dir, was? Kleiner Scherz. Ihr macht Scherze? Hallo. Hoffentlich nicht über mich. Ne? Lust auf Frühstück oder hast du schon mit deiner Familie? Themawechsel. Ich verstehe. Und du? Nee, ich habe keinen Hunger. Der hier reicht völlig. Du bist sicher, dass Luca ihn mitnehmen wollte auf dem Motorrad? Hallo, Herr Brandner. Hallo. Du musst mir unbedingt helfen. Ja, natürlich. Entschuldigt bitte, wir versuchen Andi noch zu erwischen. Vielleicht ist er ja noch in der WG. Graf Lahnstein. Schön, Sie zu sehen. Ja, nun ist es soweit. Im Übrigen, mein Sohn wird bei unserem Gespräch dabei sein. Ja, das freut mich sehr. Können wir Ihnen vielleicht was zu trinken anbieten? Ein Wasser wäre schön. Ja, gerne, ich kümmere mich drum und komme gleich nach. Wenn ich Sie dann bitten darf, Herr Buch. Ja, Viktor, Sie haben es gehört. Bringen Sie uns bitte Wasser und 3 Gläser. Wollen Sie den Verkauf der Holding jetzt noch aufhalten? Schon mal gepokert, Viktor?
Da kann man auch gewinnen, wenn man nichts auf der Hand hat. Umso schöner ist dann der Sieg. Im Moment bin ich ziemlich sauer auf Carla. Die tut nämlich rein gar nichts, um den Verkauf der Holdings zu verhindern. Sie geht lieber zeichnen. Ach, habe ich dir das eigentlich schon erzählt? Carla besucht jetzt einen Aktzeichenkurs. Komischer Zufall, oder? Stell dir mal vor, Carla ist in dem Kurs, in dem du Modell stehst. Wie peinlich wäre das denn? Hi, Lisa. Hallo. Ich kann euch gerne Abzüge machen. Ah, hast du die gerade alle vergrößert? Mhm. Wow, die sind richtig gut geworden. Guck mal, auf dem Bild sieht Susanne richtig verliebt aus. Zeig mal. Deine Schwester sieht aber auch super aus. Gucken. Vergiss uns nicht, ja? Hast du jetzt endlich alle an dein italienisches Herz gedrückt? Hier. Und melde dich, wenn du zurück bist, okay? Mein Großer. Luca, fahr vorsichtig. Ich will dich nochmal wiedersehen. Mach ich. Allein schon wegen dem Kumpel. So, wenn wir angekommen sind, schreibe ich euch allen eine Karte. Genau. Bei uns auf dem Bau ist immer schönes Wetter und es gibt kaltes Bier. So ähnlich. Du kennst mich ja ziemlich gut. Leute, danke für alles. Das war eine coole Zeit. Besuch uns mal. Andi, warte! Fahr los! Tut mir leid. Zu spät. Nein. Ich habe meine Antwort. Ich versichere Ihnen, ich habe tiefen Respekt vor dem ideellen Wert Ihres Familienunternehmens. Deswegen habe ich mich mit meinem Angebot auch an Sie gewandt. Gut und schön. Aber wir alle Anwesenden wissen, können selbst diese Vertragsklauseln uns nicht garantieren, dass sie langfristig die Holding in der Struktur belassen, in der mein Vater sie aufgebaut hat. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich vor allem am finanziellen Wert interessiert bin. Das heißt also mit anderen Worten, Sie beabsichtigen, die Holding in Ihre Einzelunternehmen aufzusplitten? Graf Lahnstein, wie lange kennen wir uns jetzt? 15 Jahre? Sie wissen, Sie können mir vertrauen.